Also wir waren wirklich ziemlich frech, also im politischen Sinne. Und beispielsweise haben wir mal im März, in den Iden des März, hatten wir ja nun gelernt, dies Ata, der Todestag von Caesar. Und da hatten wir uns verabredet und sind alle in Schwarz angezogen, zur Schule gekommen. Das fanden sie schon gar nicht toll. Oder beispielsweise haben wir uns dann, also irgendwie haben es alle geschafft, sich aus West-Berlin Jeans zu besorgen und Kutten und Parka und sowas. Und einmal kam der Vorsitzende der amerikanischen kommunistischen Partei nach Berlin-Ost mit seinen beiden Söhnen. Die waren so 14, 15 ungefähr. Und wir alle nun in unserem Outfit, hippiemäßig, lange Haare, Nickelbrille, Jesuslatschen und so. Also wir entsprachen absolut nicht dem Bild, hat man natürlich absichtlich auch noch ein bisschen übertrieben, was unsere Schuldirektorin gerne vermittelt hätte an den kommunistischen amerikanischen Genossen. Und die Söhne von dem im Anzug mit Schlips und Kragen, also wir waren völlig pikiert. Und ich glaube, die waren nicht weniger pikiert, als sie uns da so gesehen haben. Und da gab es ein großes Nachspiel, also richtig so mit Disziplinarstrafen und so, also was wir für einen Eindruck bei den amerikanischen Genossen hinterlassen haben. Ja, also es ging immer über solche, ja, Höhepunkte quasi der Entwicklung. Und das hatte ganz viel damit zu tun, dass ich speziell auch, aber auch die anderen zum Teil, wir fühlten uns sicher. Wir hatten keine Angst vor Restriktionen oder so. Eben zum Teil, weil die Eltern diese sogenannten Einzelverträge hatten, also eine Sonderbehandlung genossen, auch seitens der Genossen. Und andererseits einfach so. Für die Kameraden war, was sind das für Einzelverträge? Was sind das für Einzelverträge? Ach so, ich dachte, das hätte ich schon erläutert. Also Einzelverträge gab es für Ärzte vor allen Dingen, aber auch für andere, also sozusagen, wie sagt man heute, systemrelevante Berufe. Das waren Verträge, die sicherten den jeweiligen, also meinem Vater in dem Fall, zu, dass die Kinder die erweiterte Oberschule besuchen konnten. Ich glaube, sogar Studium war zugesichert, einfach um die Leute im Osten zu halten, weil die massenhaft in den Westen gegangen sind, gerade Ärzte auch. Und dann war das außerdem noch verbunden mit einer sogenannten I-Rente, eine Intelligenzrente, von der sogar meine Mutter nach der Wende noch in gewisser Weise profitiert hat, weil sie eine sehr, sehr kleine Rente hatte. Also sie war nie sozialversicherungspflichtig wirklich tätig bei meinem Vater. Hatte ja einfach nicht, wie sagt man heute, auf dem Schirm. Und hat dann aber eben diese Witwenrente bekommen. Und die war eben relativ hoch aufgrund dieses Einzelvertrages. Das war also noch irgendwie akzeptiert worden. Oder weitergeführt worden. Er starb 10 Jahre vor dem Mauerfall und da hatte sie dann aber schon diese Intelligenzrente. Klingt ein bisschen absurd, aber hieß eben so. Und dadurch, ich meine, ich wäre auch so zur Oberschule gekommen, einfach weil ich einen Zensurendurchschnitt von 1,0 hatte, aber das beförderte die Sache. Ja. Und wenn man eben nicht so toll in der Schule war, wie einige Menschen aus meinem Umfeld, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, die kamen eben aufgrund dieser Einzelverträge ihrer Eltern eben dann doch auf die sogenannte erweiterte Oberschule. Also heute hätte man Gymnasium gesagt. Aber da ging man ja erst ab der 8. Klasse hin. Ja.